Ach du heiliger Bimbam. Oh Leute, good morning, good morning. Wie geht's euch? Wir haben 4.03 Uhr. Jules sitzt auf dem Bike. Oh Gott, ich bin so müde. Mir ist eben die Zahnbürste aus der Hand gefallen. Auf den Boden geknallt. Dann bist du erstmal super wach. Ich fliege jetzt gleich nach Deutschland. Erstmal nach Hamburg zu meiner Familie. Meine Beine sind so matsch, Alter, das tut so weh, fuck. Ich wollte heute eigentlich Beine trainieren, aber das lasse ich auf jeden Fall. Ich mache Oberkörper. Ich kann gerade auch nicht so gut sprechen, ich bin super kaputt. Ich ziehe jetzt 20 Minuten Cardio durch. Ich versuche mich in Dankbarkeit zu üben, dass es nur 20 sind. Und dann hören wir es gleich. Ich werde gleich gut, habe euch vermisst. You gotta clean. You gotta clean yourself after you train. You wanna get a rash guard. Just the most random places. Pieces of canvas thrown out on the dirt. Maybe do a quick check, you know, when you wrestle this shit. Hi from the airport. Ich sitze hier gerade. Ich sippe noch einen Coffee. Auch schon mal ein Stück Cola. Ich hatte lange keine Cola mehr. Ich habe aktuell keine Cola mehr zu Hause, deswegen genieße ich das jetzt auf jeden Fall die Woche, dass ich ein bisschen mehr Cola trinke. Weil wenn ich auswärts Cola trinke, dann ist es immer so ein bisschen wie so ein kleiner Treat, vor allem in der Diät. Ich fliege heute nach Deutschland und ich freue mich auf meine Family. Ich freue mich vor allem auf die FIBO. Die ist dann ab Donnerstag, heute ist Montag. Ich bleibe bis Mittwoch bei meiner Family. Ich fahre dann am Mittwoch nach Bonn zu Jan und Hannah. Und bleibt dann die Zeit bei denen. Ich freue mich auf eine unglaublich tolle Zeit. Ich freue mich, euch zu sehen. Es wird einfach eine krasse Woche. Ich bin unglaublich müde noch. Und ich glaube, diese Woche wird grundsätzlich relativ wenig Schlaf. Aber das ist egal. Darauf kann man mal ein bisschen verzichten. Beziehungsweise ich probiere, so gut es geht, zu priorisieren. Denn in der Prep ist es natürlich auch wichtig, dass ich genug schlafe, um zu regenerieren und um Progress zu machen, klar. Aber ich weiß, dass diese Woche das relativ schwierig wird, wenn ich vor allem Arbeit, FIBO, euch, Content, alles in deinen Hut bringen möchte. Und dann werde ich nächste Woche einen Gang zurückschalten, vielleicht. Denn nächste Woche ist auch der Launch von Secret Project, wovon ich euch sicherlich nochmal ein extra Video machen werde, um euch davon zu erzählen. Denn ihr könnt Teil von Secret Project werden und ich bin so unglaublich aufgeregt. Aber dazu mehr, gestern war der Pre-Launch davon. Und ja, es ist einfach, es wird ernst. Ich freue mich so sehr. Ich glaube, ich habe trotzdem mal gesagt, dass ich mich freue. Es wird auf jeden Fall eine krasse Woche. Nächste Woche wird auch krass und die Woche danach wird auch krass. Das heißt, ich habe jetzt so drei extrem heftige Wochen vor mir. Und es ist cool, weil es war schon eine lange Zeit lang jetzt sehr entspannt. So wenig Ereignisse im Sinne von, ich war zu Hause in meiner Zone, habe trainiert, habe gearbeitet, wie ich es eigentlich auch am liebsten habe. Aber gerade gegen Ende des Jahres und am Anfang des Jahres, jetzt 2023, 2024, habe ich ja extrem viel gemacht, dass ich viel gereist bin und eigentlich fast nicht zu Hause war. Deswegen war das tatsächlich eine echt lange Zeit. Und ja, ich glaube, es war gut. Aber jetzt bin ich wieder richtig voller Tatendrang, habe Bock, Menschen zu treffen, habe Bock, Sachen zu erleben. Und ja, einfach richtig, richtig Lust auf alles, was jetzt kommt. Ich bin richtig hyped. Heute Morgen schon Cardio gemacht, wie ihr gesehen habt. Ich habe noch Mobility gemacht. Und ich habe ja auf dem Cardio gesagt, dass ich echt ziemlich feste Beine habe. Und dass ich heute wahrscheinlich Oberkörper trainiere, aber ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich heute Oberkörper trainieren will oder nicht, weil meine Beine fühlen sich jetzt deutlich besser an. Ich habe irgendwie schon Bock auf Glutes, aber im Endeffekt ist es auch egal. Ich schaue später mal. Meine Mom holt mich ab vom Flughafen und ja, erstmal esse ich gleich mein Porridge, beziehungsweise ich muss jetzt noch mal ein bisschen was an Arbeit schaffen, bevor gleich Boarding ist. Und dann esse ich, glaube ich, mein Porridge im Flugzeug. See you later. Welcome to Germany! Ich muss mir erstmal diesen Smart hier gewöhnen. Ich habe gerade meine Mama bei der Arbeit abgesetzt, sie hat mich vom Flughafen abgeholt. Und jetzt fahre ich nach Hause alleine, mache mich dann ein bisschen fresh. Erstmal ein Pre-Workout. Oh, ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt Beine oder Oberkörper trainieren soll. Ich muss gleich nochmal in meine Beine reinfühlen, weil nach Mobility hat sich echt ganz gut angefühlt. Und ich merke jetzt gerade auch keinen großen Schmerz mehr. Naja, auf jeden Fall ist es immer wieder ein cooles Gefühl, hier zu sein. Weil, ja, es katapultiert mich einfach immer wieder in meine Jugend, Kindheit zurück. Und es war schon eine schöne Zeit. Ich hatte schon eine schöne Kindheit und Jugend. Kann man nicht anders sagen. Wetter ist hier leider schlecht. Aber sonst
Ich freue mich auch aufs Gym. Der gute alte Sportpark. Meine Anfänge. Immer schön. Alrighty, ich habe mir die Sunway mitgenommen. Und zwar, das ist einfach so schade, dass es das aktuell nicht mehr gibt. Speculoos Vanilla. Vanilla Speculoos. Vanilla Spekulatius. Und es ist einfach so universal, weil es schmeckt nicht so krass nach Weihnachten, aber trotzdem sehr nach Vanille und so, nach so einem Vanillekeks einfach. So ein Vanille-Spekulatius-Keks. Also echt super geil. Habe ich mir mitgenommen in einem Beutel. Und ich mache mir jetzt hier Rice Pudding mit Himmeltau. Meine Mama hat zum Glück immer Rice Pudding da. Die hat so viele Sachen da. Aber nicht mein Protein, was ich gerne hätte. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ansonsten habe ich echt wenig mitgenommen. Das ist immer so cool, weil ich lasse halt auch mal viel hier, damit ich, wenn ich mal hier bin, ich würde sagen, ich bin so 4-5 Mal mehr hier, dass ich dann immer was da habe, aber sie nutzt es halt selbst auch. Mein Bruder auch ein bisschen, mein Papa nicht. Meine Mama ist auf jeden Fall immer mit allen Supplementen ausgestattet, sehr praktisch und sehr vorbildlich. So, ich habe mich gerade an PC gesetzt und Check-ins beantwortet und aus der neuen Community, aus dem Secret Project, aus der Excellence Community, die ersten Nachrichten beantwortet, Kommentare gelesen und Leute, ich bin so erfüllt. Mein Herz geht gerade richtig auf, weil ich merke, dass diejenigen, die schon in der Community sind, die Inhalte mögen, kommentieren, sich schon austauschen. Das ist einfach so, ich bin so excited, dass wir da was richtig Krasses aufbauen. Und ich bin so excited, wenn ihr dann auch reinkommen könnt. Ganz, ganz, ganz bald. Wie gesagt, wann genau das sein wird, sage ich euch nochmal. Und was überhaupt genau diese Community ist, sage ich euch auch nochmal. Aber ja, es läuft genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich bin unglaublich happy, weil ich habe da so viel Arbeit und Fleiß und Mühe und Gedanken und Liebe reingesteckt. Deswegen freue ich mich sehr. So, ich bin auch sehr hungrig geworden. Ich muss auch gleich noch eine Story aufnehmen. Irgendwie bin ich ein bisschen im Stress. Aber ich habe alles gut durchgeplant. Und es sollte eigentlich funktionieren, wenn ich mich an diesen Zeitplan halte. Und ich arbeite jetzt lieber am Anfang der Woche ein bisschen mehr, beziehungsweise ein bisschen auf Zack. Damit ich dann am Ende der Woche, wenn die FIBO losgeht, ein bisschen mehr Zeit für euch habe, um euch persönlich zu treffen. Mikrowelle, Dachchen drauf. Ja, John. Ach, schön. Wunderschön. Wie diese Roses. Okay, ich bin ultra hungrig. So, und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich Oberkörper trainieren werde, weil es ist einfach dumm. Wenn ich morgen sicherlich besser regeneriert bin, kann ich sicherlich morgen besseres Beintraining haben. Und ich habe eben mit Stefan besprochen, dass ich heute einen extra Rest Day mache. Das heißt, ich mache wahrscheinlich Donnerstag noch einen extra Rest Day und dann kann ich Freitag wieder Bein trainieren, nämlich Dienstag und Freitag Beine. Perfekt eigentlich. Perfekto! Dann mache ich heute ein schönes Oberkörpertraining. Kann morgen ein bisschen besser schlafen. Vielleicht so 8 Stunden anstelle von 5 und dann auch ein besseres Beintraining haben. Machen wir so. Scharf. Ich habe hier gerade noch diesen Five-Circle gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich finde den mega. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich belegt er ist, aber hier vor allem bei diesem Teil kann ich richtig gut mein Glut aufdehnen. Also die Taube, so kann man die Hüfte ganz gut dehnen. Und es tut nochmal echt gut, man kommt nochmal anders in die Position rein. Ich habe mich irgendwie recht steif gefühlt gerade. Auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung, dass ich Oberkörper gemacht habe. Ich habe nur eine Rückenübung gefilmt, weil die Menschen ein bisschen empfindlicher sind, was das Film angeht, aber ist auch okay. Morgen mache ich Beine, vielleicht kann ich euch da noch ein bisschen was zeigen, denn ich mag die Geräte hier eigentlich ganz gerne. Ich mag es immer ganz gerne hier zu trainieren, so als Abwechslung. Und ja, es gibt hier vor allem eine V-Squat, die ich eigentlich gerne mag. Ich schaue mal, wie ich sie so morgen fühle. Ich glaube, morgen bin ich nicht so gut regeneriert. Formtechnisch, ja, weiß nicht, ob jetzt was vorangegangen ist. Ich habe jetzt heute mal keinen Formcheck gemacht und interpretiere mein Gewicht jetzt auch nicht großartig, es ist halt ein bisschen hochgegangen. Wieder seit gestern, weil ich halt einfach 3 Stunden früher aufgestanden bin als gestern. Und das müsst ihr halt auch immer bedenken, dass wenn ihr deutlich früher aufsteht, dann hat euer Körper ja auch viel weniger Zeit, Wasser und Gewicht zu verlieren im Schlaf und zu regenerieren. Deswegen werde ich heute so früh ins Bett gehen, wenn ich kann um 9 Uhr schlafen.
und dann um 5.30 Uhr, 6 Uhr aufstehen und dann ja, morgen früh auch einen Formcheck machen, an Stefan schicken und dann mal die Lage checken. Ich hoffe, es muss keinen Drop geben. Ansonsten gehe ich später bestimmt noch mit Mama spazieren, ein paar Steps reinzubekommen. Jetzt geht es erstmal wieder zurück, essen und arbeiten. Es ist noch einiges auf dem Programm und ich bin wirklich ultra, ultra müde. Ich merke es extrem, deswegen früh ins Bett heute. Post-Workout-Cola direkt aus der Flasche ist die beste Cola. Ich sag's euch. Richtig Bock, Leute. Das ist nämlich auch das Ding, wenn man Schlafmangel hat, hat man mehr Hunger. Und das ist in der Diät gar nicht gut, mehr Hunger zu haben, als man eh schon hätte. Oder? Unnötig. Deswegen schlaf genug. Schlaf genug. Ich stehe gerade hier im Airfryer. Erst mein Salat, warte auf mein Hähnchen, was fertig ist. Meine Mama kommt gerade nach Hause. Dann auch mit mal knitten. Hi. Hast du Blumen bekommen? Was auch da. Wie geht's dir, Papa? Die YouTube-Family hat dich vermisst. Hallo YouTube-Family. Alles in Ordnung. Wenn die Tochter im Haus ist, freuen wir uns. Was gibt's Neues bei dir? Mama hat gesagt, du baust Solaranlagen überall hin. Überall, nämlich aufs Dach. Auf alle Dächer, die es hier gibt. Zäune. Sehr energiesparend. Total. Diese Breakfast-Situation hier an. Schon mega, oder? Barley Porridge mit Flav & Tasty Black and White Cookie Sandwich habe ich mir mitgenommen. Datteln, natürlich Oats und Mandelmus. Flexpresso in der regulären Variante mag ich auch sehr gerne, hätte ich gar nicht so gedacht. Normaler Kaffee und Tee. So, das müssen wir uns hier erstmal für Instagram noch fotografieren und festhalten. Das sieht schon sehr nice aus. Gestern Abend waren wir noch draußen, ein bisschen walken. Flexpress ist einfach das leckerste ever. Ich kann es nicht sagen. Und direkt meinen Kaffee hinterher. Ich habe noch meinen Quark gegessen, mich fertig gemacht und habe dann echt um 9:30 geschlafen. Bis um 5.30 Uhr. Und ich fühle mich heute deutlich erholter. Deutlich erholter. Und das ist super, denn heute stehen Bänder auf dem Programm. Ich bin auch Mutterkörper- und Muskelkatermäßig deutlich erholter. Das heißt, richtige Entscheidung gewesen, gestern Oberkörper zu trainieren. Seid nicht zu verstärkt auf euren Split. Wenn ihr merkt, dass es keinen Sinn macht, dann macht es keinen Sinn. Und dann switcht auch, weil ihr macht den Plan. Das ist genauso wie mit allen anderen Plänen, die man im Leben macht. Tagespläne, Wochenziele etc. Wir machen uns das und dann können wir es auch anpassen, wenn halt äußere Umstände auftreten, die wir nicht beeinflussen können. Und dann schaden wir uns meistens eher, wenn wir nicht flexibel darauf reagieren. Genau, ich habe schon meine Morgenroutine gemacht. Beziehungsweise ich habe Cardio gemacht auf dem Stepper, ich habe Mobility gemacht, ich habe auch schon Formcheck gemacht. Dieses Licht nehme ich eigentlich immer ganz gut. Ich bin einigermaßen zufrieden, ich habe es jetzt Stefan geschickt. Ich bin sehr gespannt, was er sagt, weil mein Gewicht ist jetzt seit 3 Tagen mal 66,0. Ich hoffe, es kommt keine Anpassung. Ich habe eigentlich das Gefühl, mein Körper arbeitet. Ich glaube schon, dass es in den nächsten Tagen droppt. Aber we will see, was er jetzt macht. Erstmal genieße ich mein Frühstück, da gibt es einiges zu arbeiten und dann geht es ins Training. We'll be right back.
zurück vom Training. Es war keine schlechte Session. Eigentlich war sie gut. Ich glaube, weil meine ADLs am Anfang nicht ganz so gut waren. Ich habe ein Topset gemacht mit 34 Kilo, 15 Reps, also wirklich PR, aber ich war nicht so 100% zufrieden mit dem Muskelgefühl und mit der Ausführung. Das ist immer so, ja, es ist eine totale Balance. Ich möchte mich steigern und so geht es euch wahrscheinlich auch. Man möchte sich steigern, aber man muss halt als allererstes trotzdem die Ausführung stellen und manchmal darf man es ausprobieren und dann aber auch merken, okay, es war halt nicht das Allerbeste, ich bin vielleicht ein bisschen zu früh hochgegangen und nächstes Mal bin ich wieder bei 32 Kilo und probiere dann, keine Ahnung, 15 Reps zu machen, aber dafür mit einer besseren Ausführung. Genau, und dann habe ich Kniebeugen gemacht, die waren eigentlich gut, aber es ist halt immer so, wenn ich auch in einer anderen Umgebung bin, nicht das, was ich immer mache, dann muss ich mich meistens erstmal ein bisschen einfinden, aber es lief gut, die Beinpresse am Ende war auch nochmal gut. Und 10 Minuten Cardio habe ich noch nachgeholt, denn ich habe euch ja noch gar nicht geupdatet. Ich habe eine Anpassung bekommen in meinem Cardio-Pensum. Und zwar 6x30 Minuten Cardio anstelle von 6x20 Minuten Cardio. Was jetzt echt kein Ding ist. Kann ich morgens einfach dranhängen. Genau, Steffen meinte auch nochmal, dass ich wirklich schauen soll, dass ich die 130er Puls habe. Und ja. Das Cardio hat mir echt heute Morgen gut gefallen auf dem Stepper. Ich muss mir das echt mal jetzt überlegen, wie ich das zu Hause mache, weil Fahrradfahren, es geht schon doch auch immer auf die Quads und irgendwie brennen die dann so extrem und ich habe das Gefühl, es ist für mich nicht ganz so geil für meine Regeneration. Aber wir schauen mal, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder bei meinen Eltern. Heute Abend haben wir tatsächlich ein Family-Dinner. Ich bin total freudig, meine Familie zu sehen. Meine Großeltern kommen, meine Tante kommt. Und wir gehen Steak essen und das ist auch etwas, was ich früher in der Prep niemals gemacht hätte, essen zu gehen, auch kein Steak, weil ich das ja nicht 100% kontrollieren kann, aber es ist alles mit Steffen abgesprochen und ich esse einfach ein Steak mit Gemüse und ja, da wird sicherlich auch ein bisschen Öl dran sein, aber dafür habe ich heute Abend halt keinen Quark und da bin ich sicherlich sogar unter meinen Kalorien eigentlich, genau, ich schaue, dass ich auf mein Eiweiß auf jeden Fall komme und dann kann ich einfach mitessen, so, und kein Juckts, ob ich jetzt eine Kartoffel esse oder nicht oder Nachtisch esse oder nicht, also schränkt euch in der Prep nicht zu sehr ein. Gerade wenn man noch viel Zeit hat, dann kann man auch mal essen gehen. Könnt ihr theoretisch auch mal ein Free Meal machen. Mache ich natürlich nicht. Aber wenn es reinpasst, dann passt es rein. Von daher, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder am Start wart. Danke, 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 dass ihr die letzten beiden Tage mit mir verbracht habt. Ich bin eigentlich gut im Flow. Die Woche wird crazy. Ich freue mich sehr, euch zu sehen am Ende der Woche. Ich bin gespannt, wie mein Gewicht morgen reagiert. Vielleicht geht es auch ein bisschen hoch, weil ich ein bisschen salziger esse als sonst. We will see. Ich werde euch updaten. Morgen geht es für mich zu John und Hannah. Ich freue mich richtig. Ich denke, ich werde mit John auf jeden Fall ein Video machen, dass wir ein kleines Update machen, wie es bei uns so läuft grundsätzlich. Prep-mäßig, weil sie ist ja auch gerade in der Prep und ihr habt bestimmt auch Bock, mit John wieder Content zu sehen. Deswegen schreibt rein, wenn ihr John sehen möchtet. Schreibt doch gerne rein, wen ihr sonst noch so sehen möchtet, wen ich auf der FIBO mir schnappen soll. Und mal mit der oder dem oder dem oder derjenigen ein Video drehen darf. Bis bald, Leute. Lasst ein Abo da, ein Like. Wir hören uns und sehen uns bald.